Bleibt kurz hier. Laufen Sie nicht weg, Herr Löw. Also nicht jetzt und schon gar nicht sonst auch. Bitte. Die Mannschaft kommt früh genug. Sie kommt. Die Minute hat sie auch noch. Habe ich da so einen Sprechchor gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. 400.000 Menschen hier auf der größten Fanmeile Deutschlands, Millionen vor dem Fernsehschirm. Ist das jetzt der Moment, wo Sie kapieren, was Sie alles geleistet haben mit Ihrer Mannschaft? Ja, war natürlich ein langer Weg zum Titel und am Ende auch ein wahnsinnig schwerer, aber natürlich sind wir jetzt alle überglücklich, hier zu sein bei den Fans. Gibt es irgendwas, was Sie in der ganzen Zeit, womit Sie Ihre Mannschaft überrascht hat? Die Mannschaft hat mich jetzt nicht überrascht, aber die Mannschaft hat einen unheimlich guten Teamgeist und viel Ehrgeiz. Und man hatte immer das Gefühl, die wollten dieses Ding unbedingt gewinnen. Vertrag bis 2016. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie irgendwie aufhören wollen. Gibt es irgendwas, was Sie den Menschen hier in Berlin und in Deutschland sagen wollen? Ich muss natürlich auch mich bedanken im Namen von uns allen, weil wir haben immer diese Bilder aus Deutschland gesehen. Die Fans haben mitgefiebert, mitgezittert, am Ende mitgejubelt. Und ja, ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister. Also es wäre der berühmte Klammerbeutel, glaube ich, Herr Löw, mit dem Sie gepudert werden, würden Sie dieses Land hier nicht weiter zum Erfolg coachen. Hier haben wir Andi Köpke, der Torwarttrainer des besten Torhüters der Welt von Manuel Neuer. Hansi Flick, der Mann, der wahrscheinlich auch einen Teufel tun wird und als künftiger Sportdirektor seinen Bundestrainer rausschmeißen wird. Und Oliver Bierhoff, den Mann, der verantwortlich zeichnet für das Ganze drumherum. Herr Bierhoff, herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel. Alles richtig gemacht, ne? Gerne immer wieder. Ja, ich meine, wenn so ein Erfolg da ist. Heiser. Ja, gut. Wir haben auch ein bisschen gefeiert. Und im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ist eigentlich vom ersten Tag alles perfekt gewesen. Trainingslager Südtirol, in Brasilien. Aber man hat vom ersten Tag gemerkt, die Jungs, die wollen das. Die haben das so super gemacht. Ich habe draußen gestanden, ich habe mich nur gefreut, wie die von alleine gelaufen sind, wie die marschiert sind. Und sie haben sich wirklich verdient. Wollen Sie auch nochmal ein spezielles Wort hier an diese Menschen richten, die Kinder, die Frauen, die Männer, die hier jeden Tag gefeiert haben, die deutsche Mannschaft getragen haben? Ja, der Empfang hier ist natürlich super. Wir kennen ihn so ein bisschen von Berlin, von 2006. Aber auch wenn wir in der Ferne sind, wir haben den Jungs immer wieder Bilder gezeigt von den Fanmeilen, von den Feierlichkeiten in Deutschland. Und ganz herzlichen Dank. Und es ist unser gemeinsamer Erfolg. Danke. Und die Stimme schon jetzt.